unabhängig jetzt von Verkaufstechniken und so, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man so eine Art Brand baut. Also das heißt, dass die Leute wissen, okay, wenn der Mariani kommt oder wenn der Sebastian kommt, genau, egal was er tut, beispielsweise ich sehe deine Videos, ne? Ich sehe, wie du präsent bist. Das gibt immer so ein Gefühl von, du liebst das. ja, genau. Da kann einer sagen, hey, der Jaffe, der spricht komisch Deutsch oder der ist noch zu dick oder was auch immer, oder der ist bescheuert oder seine Hypnose mag ich nicht. Das ist mir scheißegal, aber das bin ich. Ja. Und die Leute assoziieren das, weil ich meine, es ist so, du kaufst Nike nicht, weil Nike toll ist, bei Nike oder Puma oder so, das ist alles, was ist irgendwo in China sowieso gemacht. Am Endeffekt kaufst du das, weil du mit irgendwas assoziierst damit. Aufmerksamkeit ist alles. Hey, mein Guten Lieber. Morgen. Einmal Gut, gut, gut. Also, viel, viel los. Und bei dir? ja, es wird immer mehr los und viel zu tun und entwickelt sich langsam das Ganze. Genau. Ich nehme es auf, aber ich werde nicht alles posten, keine Panik. Nur, ich schicke dir das, du kannst es auch benutzen für dich. Was du willst, kannst du rausschneiden und ich Ja. schneide Sachen, die jetzt nicht zu persönlich sind und so natürlich nicht. Nö, also ich habe keine Angst vor der Social Media Präsenz und von den Leuten, sondern ich nehme das auf gleichzeitig als Feedback und auch Werbung. Also egal was Ja. da reinkommt, ich nehme das als positive Anzeichen auf. Ja. Wenn auch negative, egal. Das ist für mich immer Werbung, egal ob es positiv oder negativ ist. Ja, So ist es, ja. erzähl mal, was gibt's bei dir Neues, oder sagst du viel los? Was hat sich getan? Also das ist wirklich rein privat. Also es ist Ja. einiges los mit dem. Ansonsten ja, die Ausbildung organisieren, dass genug Leute kommen. Es läuft jetzt. Also ich habe jetzt genug Leute, aber es war schon ein bisschen Arbeit. Das ist immer so eine Sache. Du weißt nie genau bis zur letzten Minute, also wie viele Leute wirklich kommen am Ende. Jetzt ist auch noch dieser Bahnstreik. Also Ja. eine kann nicht kommen und deswegen. Aber gut. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden. Also es ist also eigentlich möchte ich nur einfach mehr Zeit haben, weil ich ganz genau sehe, jedes Mal, wenn ich poste, je mehr ich poste, desto mehr Leute kommen, desto mehr Leute interessieren sich. Also ich habe auch Ja. irgendwo gelesen oder gehört, also man soll schon, wenn man schafft, ja, in besten Fall so um die 50 Einträge pro Tag machen, egal was, Podcast, Videos, Fotos, aber das schaffe ich nicht, ist einfach zu viel. Aber gut. 50, boah, 50 pro Tag, aber hallo, Ja, das es ist gibt viel. diese Gary V, heißt der, glaube ich. Gary V oder Gary Ja. Wee. So eine Ja, so ist Marke. es, genau. Ja. Ja, genau. Und der sagt immer so: ja, Leute, anstatt zu viele Videos zu schauen, schaut ja nicht mal dieses Video hier an, sondern geht einfach jetzt und macht einen Post. Natürlich abhängig von der Plattform, keine Ahnung, auf YouTube so ein Post, auf Ja. andere Sachen andere Post. Also, dass man ein bisschen anpasst an die Social Networks. Ja. Aber je mehr, desto besser im Grunde. Ja, also Auf ist jeden ein Fall. bisschen Quantität. Natürlich, Qualität muss auch stimmen. Also in dem Sinn, das Ja. muss schon Mehrwert sein für die Leute und nicht einfach nur irgendwas. Man kann auch Ja, Spaß klar, natürlich haben. je mehr wenn du raushaust, desto Leute sind dann interessiert an dir und da schauen sie immer mehr von dir, stimmt. Ja, das Problem ist auch, dass die Leute sind bombardiert mit ständigen Sachen von anderen Menschen und deswegen, ja, weil da jeder das kann heute, ne? Und deswegen, du bist einfach schnell in Vergessenheit. Also bei mir zeigt sich tatsächlich so, wenn ich poste, eine Woche lang kontinuierlich, irgendwann melden sich Leute, egal für was, für eine private Sitzung oder für die Ausbildung, für einen Kurs online und so weiter, ja. Ja, Also ja. ist nicht immer so einfach, ja. Also es ist einfach, aber es ist einfach so, wie soll ich sagen, einfach Arbeit auch das zu machen. Also dieses Ja, Video das ist haben, Arbeit, stimmt. Das schneiden ist und eine Aufgabe. posten. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt auch deswegen nicht mehr so in der Praxis, was wir schon besprochen haben. Ich möchte so eher weniger mit Praxis zu tun haben, weil ich viel mehr online bin und auch das ist natürlich Teil der Ja. Job. Dieser Marketing-Teil hat jetzt viel mehr Anteil genommen. Also es ist größerer Teil geworden, meine ich, von meiner Arbeit als die Arbeit selbst, wenn man so will, ja.
Wie ist das bei dir so? Ja, weißt du, was ich letztens. Ja, ich habe nämlich auch etwas gehört. Diese KI, ja, diese KI-Geschichte, hast du schon mal gehört? Künstliche Intelligenz. Ja, ich arbeite viel damit. Ja, also ChatGPT jetzt. ChatGPT. Und da gibt es einen, der hat es. Ja, genau, der hat diese Post-Geschichte auch automatisiert. Also, ich muss mir das mal anschauen. Er hat irgendwie auf Instagram preisgegeben, dass er diese Beiträge auch nicht mehr selber schreibt, sondern macht die ChatGPT alles. Weil er auch Influencer ist irgendwas und sagt, es hat keine Zeit und lässt das Ganze alles automatisiert von ChatGPT die Einträge machen. Ich wollte mir das anschauen, wie er das macht, weißt? Weil es nimmt ja Ja. schon viel Zeit weg, das zu bearbeiten, schneiden, posten, Mehrwert raushauen, obwohl du in der Zeit was anderes machen kannst, ja. Ja, also ich benutze es auf jeden Fall, vor allem weil mein Deutsch nicht perfekt ist. Also früher war immer Thema, weil ich habe zwar viel gepostet früher, aber ich konnte nicht ständig meine Freundin fragen, kannst du mir bitte das Deutsch korrigieren oder irgendwelche Leute. Ja. Und das ist wirklich für mich ein Problem gewesen. So kann ich tatsächlich jeden Blödsinn, was ich schreibe, sei es nur ein Facebook-Post, einfach korrigieren lassen. Also, und es, die Korrektur ist perfekt. Ja, Also, es ja. ist fast nie ein Fehler wie früher bei Google-Übersetzungen. Und das Coole an ChatGPT ist, du kannst Ja, auch ja. tatsächlich schreiben: Hey, mach mir einen Post für Facebook mit diesem Thema. Ja. Dann kann ich ein bisschen Input geben. Also, keine Ahnung, ich schaue mir ein Video an, dann sage ich: Okay, das Thema könnte so und so sein. Kannst du mir einen Post darüber schreiben? Natürlich, dann kontrolliere ich schon ein bisschen, ob es passt für mich, weil manchmal sind ein paar Sachen, die jetzt Ja. vielleicht für mein Publikum nicht passen, aber im Grunde ist es also Ja. extrem. Also ich habe es benutzt auch, um Bilder zu machen. Also die letzten Videos, die ich gemacht habe für den Thumbnail, also für diese Vorschau-Bild, habe ich auch benutzt. Da macht er manchmal Bilder, die sind unglaublich. Also da musste ich Ja. stundenlang da sitzen, um da so ein Bild zu malen. Ich meine, ich weiß, dass viele Menschen das blöd finden, aber weißt du, ich finde, es ist alles digital, also es ist, man kann sich beschweren oder nicht. Ja, okay, Jobs werden vielleicht übernommen. Andererseits entstehen neue Jobs. Ja, durch Zoom kann ich mit dir Jobs. telefonieren. Also ich sehe das nicht so dramatisch. Also ja, für manche ist es dramatisch, aber für mich ist es ja eine Hilfe. Ja. Weil ganz ehrlich, manchmal ist es so. Also ich hatte so eine Idee und dann habe ich da reingeschrieben, aber ich hatte die Idee noch nicht ganz so fertig. Und dann kamen so ein paar Vorschläge und dann dachte ich, oh, das ist noch cooler, als ich dachte eigentlich. Also, und da habe ich, also als Inspiration auch total gut. Also, so ganz automatisiert ist es noch nicht, aber ich automatisiere viele Sachen. Zum Beispiel, ich habe mit KI wieder, also ich benutze diese Software, vielleicht interessant für dich. Wie heißt die? Die Thumbnails machst du auch? Die Thumbnails machst du auch, ja? Die was? Die Thumbnails, diese für YouTube und fürs Posten, diese Ja, genau, die Thumbnails. Thumbnails. Genau, das mache ich, wie gesagt, mit. Okay, da benutze ich auch Canva. Canva machst du auch, okay, habe ich auch, ja. Genau, Canva benutze ich und dann, wie gesagt, so ChatGPT. Aber ich habe ChatGPT den monatlichen Betrag bezahlt, damit ich diese Bilder erstellen kann. Aber man kann es auch Canva auch machen. Also, das ist nicht mehr so, dass. Nee, aber was ich benutze, ist für die Videos. Ich benutze eine Software, die heißt Opus. Wie heißt die? Opus AI oder so? Habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Ja, was macht die? Genau, die ist cool, weil die macht zwar die Captions, also die macht die Untertitel zu dem Text, ist egal welche Sprache. Du kannst die Texte auch korrigieren, falls Fehler sind. Also manchmal versteht nicht Trans, dann schreibt Trauer oder so, solche Sachen, aber es ist meistens perfekt. Und du kannst es dann automatisch aber auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, was gibt es noch? TikTok automatisch posten. Ja. Also er macht hier das und er sagt hier Geil. auch, er sagt hier auch, ja, hier, warte mal, ich kann dir eigentlich zeigen, warte mal. Ja, es ist Also, interessant, wenn wir schon beim Thema sind, ja. genau, ich zeig dir gleich. Vielleicht kriege ich das hier raus. Genau, Clip Opus heißt so, der Opus Clip. Also, Beispiel, das ist etwas, was ich gemacht habe. Das vereinfacht vieles auch, sehe ich, ja. Ja. Genau, also du gehst da so praktisch rein, ja, du sagst hier auf Dashboard, dann sagst du hier, ja, mach mir jetzt ja, also ich kann auch zum Beispiel einfach, ich poste ein Video, ja, keine Ahnung, jetzt ein Video von mir, keine Ahnung, ich nehme jetzt hier einfach den Link, ja, und dann gehe ich nochmal auf Opus und kann ich vom Link oder auch hochladen, kann ich natürlich auch hochladen.
Okay, per Link, okay, ja. Genau, ich kann per Link oder hochladen, abhängig von was ich habe. Also manchmal ist der Link schon auf auch genug, meine ich. Dann kannst du ja sagen, okay, ich will jetzt hier, das, keine Ahnung, nur Clips innerhalb einer Minute bleiben, weil wenn es manchmal über diese eine Minute, dann werden sie nicht als Shorts erkannt von YouTube. Bla bla bla. Und dann macht er mir, ich mache das jetzt nicht live, ich zeige dir, wenn es fertig ist. Zum Beispiel hier, lass uns jetzt, was muss ich hier, das hier nehmen. Dann macht er einen Titel, den Titel kannst du auch noch ändern hier. Du kannst sagen, okay, mach mir einen anderen Titel. Du kannst auch sagen, ich will das ein bisschen catchiger oder ein bisschen ernster oder ein bisschen als Frage. Also der Hammer, dann schneidet er dir sogar hier, wenn du mehrere Personen im Video hast, dann macht er so eine Art. Ja, so eine Collage. Und dann das Coolste von allem, unabhängig, dass du eben korrigieren kannst, ist, dass du hier reingehen kannst und sagen, okay, ich möchte jetzt hier auf YouTube, auf TikTok, bla, dann einfach auf Ist ja Publish. überall große, ja. Genau, und früher war es so, dass Facebook und Twitter noch nicht drauf waren, jetzt ist auch noch das drauf gekommen. Also ich schneide mir das Video und dann sagt er dir sogar, guck mal, der Anfang des Videos konnte mehr Aufmerksamkeit erregen, dem. Also du kannst doch auch Tipps, was hättest du anders Tipps machen bekommen. können? Es ist Ja. unfassbar. Also man, das, Ist und das geil, ja. ist Muss ich auch mal das probieren, ja. genau das zum Thema KI, also, oder Ja, cool. Artificial Intelligence, ja. Ja, ist Ja, schon. das ist interessant. Ja, ist der Hammer. Also das ist wirklich der Hammer. Also wenn man diesen Zug verpasst, jetzt gerade ist, ja, ich glaube, dass man viel verpasst, weil ist Ja, das einfach. ist die Zukunft, da muss man aufspringen, egal ob Coach, Berater, trotzdem jeder, der digital was aufsetzt, der braucht es im Endeffekt, der will ja neue Kunden und sich sichtbar machen, oder was in der Hinsicht. Ja, Ja, und ja. ich denke, dein Beruf und meins sind auch Berufe, wo man trotzdem, sag ich mal so, man muss trotzdem persönlich irgendwas machen und so. Das ist nicht nur digital, wie Ja. jetzt, keine Ahnung, einen Text schreiben nur oder so, sondern du hilfst Menschen, Ja. eben deren Körper zu verbessern und so weiter oder ihre Gesundheit. Ja, und Und das ist etwas, was, wo die KI dir hilft, einfach Dinge schneller zu machen. Aber am Endeffekt wird dein Job immer noch gültig sein. Also jetzt keine KI, also aus, also okay, vielleicht in 20 Jahren wird noch ein Roboter sein, der komplett übernimmt, was du tust, weiß ich nicht. Aber ja. im Grunde, er spart mir einfach die Zeit für diese ganzen Marketing-Sachen. Es macht mir auch Spaß, ehrlich gesagt, Ja, stimmt, weil ne? Ich verstehe ich guck mal, ich mache beispielsweise, dich vollkommen. ja, wenn ich jetzt, wenn dich das interessiert, keine Ahnung, also, ich weiß niemand nicht, was wir darüber Ja, sprechen ne, werden, das noch. interessiert mich. Wir gehen ein bisschen random jetzt Ja, gerade. das interessiert mich. Machst du die Bilder mit? Machst du das? Genau, das ist der Punkt. Also, ich hatte es eine Weile gebraucht zu verstehen, wenn du kostenlos machst, du kriegst diese ChatGPT 3.5, Genau, ja. die macht keine Bilder, aber auf diese bezahlte ChatGPT 4, da kannst du sagen, hier, keine Mach mir ein Ahnung, Bild. mach mir ein Bild für, keine Ahnung, Fitness, Ja. der Lust dazu, wie soll man das, den Zuschauer Lust macht auf mehr Fitness oder so, keine Ahnung. Ich mache jetzt so ein dummes. Ja. Dann dauert ein Momentchen, aber dann macht es ein Bild. Wie gesagt, wenn du schon Canva hast, kannst du direkt auf Canva auch machen. Ich Ja. zeige dir kurz hier Canva. Canva habe ich so diese Pro-Version, habe ich auch gekauft, weil ich ja viel mache auch, ja. Ja, genau. Und da, wenn du, was ist ich, Foto. Bearbeiten. Na, ich mache jetzt. Nee, nicht nein, falsch. Warte mal, ich nehme hier. YouTube-Miniatur mache ich meistens. Dann zum Beispiel gehe ich hier Elemente und dann ganz unten steht eigene erstellen. Und hier kannst du genau das gleiche schreiben. Ja, mach mir Ach, ein du kannst auch Bild, eingeben. bla, Ah, okay. genau, Ja, damit du ja. weißt. Gut. Aber bis jetzt waren diese Bilder von ChatGPT ehrlich gesagt besser. Okay, das ist jetzt hier ein Schmarrn, weil ich einfach ein blödes Beispiel gegeben habe. Eben. Ja, Aber immerhin, übertreib. ja, das sieht total. Du kannst dann noch schreiben, ich will es noch fotorealistischer haben. Ich will nur eine Frau, Cool. nur einen Mann. Der Ja. Hammer. So. Ja, was zahlst du da mal nicht? Was zahlt man für diese Vollversion bei ChatGPT? Wie teuer ist es? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube. Ah, hier, mein Plan, warte mal. Was zahlt man da? Weil ich werde das 20. auch abonnieren. Plus 20, 25 oder was? Ja, genau, Dollar. ich habe das hier 20 Dollar im Monat. Ja.
Ja, das ist eine gute, das ist die Zukunft. Ich will mir das auch mal machen jetzt, ja. Muss Ja, man auch. also, ist einfach toll, also. Cool. Nee, das brauchen wir also. Wenn du selbstständig bist, auch im Internet breit gehen willst, da brauchst du den, du musst da aufspringen, sonst hast du den Zug verpasst, ja. Sehe ich auch so. Und was ich noch gemacht habe, ich glaube, es geht auch, dass man, ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann geklappt hat, weiß ich nicht mehr, aber soweit ich weiß, könnte man theoretisch ja auch noch ein Video hochladen, das du auf dem Desktop hast. Und der kann dir den Text daraus ziehen. Genau, das habe ich manchmal benutzt, um Blogs zu schreiben und so weiter. Also es muss man gucken, weil ich kenne jetzt auch nicht alle Funktionen, aber ja, ist Klingt schon. interessant. Sehr schön. Weißt du, was ich vorhabe? Ich möchte so einen Mitgliederbereich aufsetzen für Leute zum Beispiel, die weiter weg sind und mit mir auch als Fitnesstrainer arbeiten wollen, die dann verschiedene Videos da reingehen und so sagen, ich zum Beispiel Montag machst du die Übung, Dienstag machst du die Übung, da ist ein Ernährungsplan, dass falls ich dann auf Reise gehe oder die Leute sagen, hey, ich wohne weiter weg, ich kann ja gar nicht mit dir 1:1 Training machen, da sage ich, okay, ich habe einen Mitgliederbereich, einen Kurs, ich schenke dir, oder schau dir das mal ein paar Wochen an, wenn dir das gefällt, lass uns da was zusammen machen und dass wir uns entweder per Zoom treffen oder per Mitgliederbereich, weißt, das wollte ich machen. Ja, super, ja. Hast du schon eine Software dafür oder wo würdest du Nee, das ich habe machen? jetzt mit einem Freund gesprochen, da gibt es so einen Mitgliederbereich, so eine Software, die wollen mir den Namen zusenden, weil der ist ziemlich fit. Da gibt es Ah, so, okay. wo man Abo abschließt und wo man da seine Videos reinsetzen kann. Ich habe den Namen schon bekommen diese Woche, würde ich auch rangehen, ja. Ah, okay, weil Die Lösung, ja. ich benutze für meine Kurse eine Software, aber ich bin nicht so glücklich eben. Wie heißt die, sag mal, kann ich dir später schreiben? Die heißt Teachable. Teachable habe ich schon mal gehört, aber er hat eine andere, glaube ich, wo die ganzen Coaches da auch benutzen im Internet, diese Software. Es kann sein, dass er benutzt, wie heißt das nochmal? Cape irgendwas? Ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ja, keine Ahnung, also es gibt verschiedene, aber diese Teachable Kannst bin ja mal ich. her schreiben, ich frage mal nochmal, weil ich Ja, will das auch. genau. Das ist der nächste Punkt. Momentan ja habe ich meine Testkunden, das soweit bin ich nächste Woche fertig und jetzt will ich sie auch dann zu zahlungskräftigen Leuten abschließen, also die sind größtenteils sehr zufrieden, wollen da weiterarbeiten. Und ich habe auch einen guten Tipp bekommen von jemandem, der sagt, hey, du willst doch reisen, dann verbinde das Reisen mit deinen Trainings. Also geh nach Thailand, geh nach Mexiko, ich da, schnapp dir jemanden, der es vom VIP-Status bekommt, du gibst ein geiles Packages, geiler Preis und dann bist du unterwegs und trainierst trotzdem 2 bis 3 Mal am Tag mit ihm und siehst noch die Welt, ja. Also da habe ich gesagt, das ist ja geil. Und so diese VIP-Leute, sagt er, die, wo Geld haben und sagen, Sebastian, ich will mit dir jetzt da und dahin gehen und brauche dich an meiner Seite. Weißt du, diese Leute, wo kein Limit auf dem Konto haben, beziehungsweise das Geld, das trifft mich nicht, ja. Ja, super. Das ist auch eine geile Geschichte, so Camps zu machen, ja. Dass ich irgendwo reise, sage, hier, ich bin nur für dich da. Wir sind zwar in diesem Land, aber ich bin 2 bis 3 Mal am Tag für dich da. Wir gehen noch ein bisschen Sightseeing. Und ja, wir können da gemeinsam eine Woche verbringen und trotzdem machen wir geiles Training, ja. Dass man das Also, zusammen. dass du das online machst oder Nee, wie? dass wir zusammen hinfliegen, dass ich, zum Ach Beispiel sage, so, zusammen. ja, dass ich zusammen zu einem Kunden sage, hey, du bist schon bei mir jetzt über mehrere Monate, ich habe für dich ein geiles Angebot, ich will dich jetzt zum VIP machen, so Upgrade, ja. Und sage, hey, wir gehen nach Thailand 1,5 Wochen, das kostet dich so und so viel. Ich habe Hotel organisiert, ich habe Training organisiert, du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Nur einfach Tasche packen Ah, und wir machen krass. dort ein Camp, ja. Ja, mein Sowas. Lieber, wenn ich Geld genug habe, bin ich der Erste. Nee, es sind jetzt coole Sachen, wirklich, ja. Weil ich habe gesagt, ich komme ja nicht weg. Ich bin wieder voll im Hamsterrad, ich habe viele Leute, aber ich muss Lösungen finden, dass so wie du sagst, dass ich das automatisiere, System ist, sonst bin ich ja wieder voll gefangen und stundenlang am Post, stundenlang am Planen, Ernährungspläne, alles anschauen. Eigentlich will ich ja freier sein und nicht noch mehr arbeiten, weil du musst da flüchten wieder. Das ist das Problem, ja. Das ist, ich meine, klar, ich kann dann irgendwo, wie ich auch gemacht habe. Ich war in Urlaub in Griechenland, dann habe ich auch gepostet. Klar, aber dann muss ich mir die Zeit auch wieder noch mehr schneiden als hier zu Hause. Weil hier zu Hause, gut, ich arbeite halt und dann ist normal, dass ich hier sitze und mache. Aber in Ja. Urlaub ist natürlich auch für die Familie blöd, wenn ich ständig da. Also, ich glaube tatsächlich, am Ende der Reise wird es so sein, wenn Gott will oder wenn ich das. Keine Ahnung, wenn ich das nicht Schlimmes erlebe, aber
dass ich ein Team brauche. Also dass ich brauche Ja. ein Team, der, also was jemand, der einfach, weil ich habe zum Beispiel gesehen, was manchmal auch so gut rüberkommt, ist, wenn man beispielsweise sagt, okay, Jaffet, du hast jetzt jahrelang Videos gemacht, dann könnte man jetzt zum Beispiel dein erstes Video bis heute so deine Entwicklung ein bisschen zeigen. Ja. Und da muss ich aber jemanden haben, der mir einfach die Videos runterlädt, schneidet, macht und tut. Ich meine, Ja. wenn ich das tue, brauche ich Stunden, ja. Ja. Aber gut, ein Team zu haben bedeutet auch wieder Geld investieren, wieder Leute zahlen. Also es ist nun mal so. Also, weil diese Teil also um diese Freiheit zu haben, die du ansprichst, die ich total wichtig finde, weil ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt jahrelang Leute gecoacht, gemacht, getan und therapiert und gemacht. Aber ja, also mir ist schon wichtig, dass ich diese Art von Freiheit und ich meine, ich will trotzdem Menschen helfen und so, darum geht es ja nicht. Aber für mich, wie wir haben schon mal gesprochen, ich habe entdeckt, ich kann wahrscheinlich noch mehr Menschen helfen, vielleicht jetzt nicht jeden Einzelnen so krass privat, aber diese werde ich trotzdem ein paar behalten. Also, aber wenn ich einfach etwas tue, wo viele Menschen dazu Zugang haben und wenn es nicht nur jetzt ich mit einer Person in meiner Praxis einfach und dann, na okay, es kann auch Magie entstehen, super Sachen entwickeln, aber vielleicht gibt es 10, 100 andere Leute, die Hilfe brauchen und kann ich nicht erreichen. Und wenn ich etwas schaffe, wie so einen Kurs oder eben so einen Mitgliederbereich, wie du sagst, oder sonst was, und sei es manchmal auch einfach kostenlos auf YouTube, aber ich brauche trotzdem Zeit, um das zu machen. Und für mich immer mehr merke ich, boah, Beispiel jetzt, meine Freundin verkauft auch Steine, weil sie in ihrer Freizeit Steine bemalt hat, aber sie hat so viele, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Und da habe ich versucht, sie zu verkaufen, aber für diese Sachen brauche ich nicht Zeit. Und da habe Ja, ich auch klar. gesagt, also egal wie sehr ich das auch gern mache, ich male manchmal auch ein bisschen, aber ich sage, weißt du, wir brauchen einfach jemanden, der das einfach promotet irgendwo. Und Ja. heute kann man tatsächlich mit kostenlos sozusagen promoten. Also ich meine, früher, um dich zu zeigen, musstest du irgendwelche Plätze kaufen. Jetzt kannst du überall Videos posten und oder Fotos. Und das ist eine Frage nur der Zeit. Also weil Ja, Zeit du und kannst ja entweder Zeit freikaufen, indem du jemanden einstellst und dann halt mehr für die Stunde verlangst, bist trotzdem noch im Plus. ja. Oder halt bei Fiverr, kennst du vielleicht, da gibt es aus dem Ja. Ausland Leute, die es für dich machen, in Indien oder irgendwo anders, Pakistan. Oder du stellst halt 450 oder 500 € jemanden ein, das kannst du wieder steuerlich wieder zurückholen. Es gibt schon ein paar Optionen, ja. Ja, das Weil ist ja. ich werde später auch mir Leute einstellen, die meine Termine aufpassen, die, weil wenn ich dann reise, weil dann kaufe ich mir Zeit wieder ein. Aber allerdings gehen dann die Preise von diesen Coaches, Ja. weil das muss irgendwie sie wieder rentieren, ja. Das muss ich orientieren. Ich habe auch gelesen, theoretisch Finanzamt oder ich weiß nicht, ob das Finanzamt ist, der oder irgendein Amt, also der ermöglicht, also du kannst praktisch auch Leute reinnehmen in dein Team sozusagen, die auch zum Beispiel nur mit Videos zu tun haben. Da gibt es extra Programme, Förderung, Sachen, aber ich habe mich noch nicht so richtig informiert, also da muss man gucken. Ja, Also okay. ehrlich Ja. gesagt, ich bin ja ein bisschen immer skeptisch mit so Ämtern, weil man weiß nicht am Endeffekt, ob es mehr Probleme kommen als Spaß. Aber gut, vielleicht auch eine Möglichkeit. Also wenn ich was erfahre, sage ich dir auch Bescheid. Also Ja. Förderungsprogramm, irgendwas. Für das Programm. Ja. Also vor Ja, allem, das. vor kurzem habe ich irgendwo gesehen, so für Video. Ja. Ja, so. Ja, ich weiß nicht genau, wie das alles heißt, aber auf jeden Fall vielleicht eine Möglichkeit, dass die ganze Kosten übernehmen von diesem Mitarbeiter und so, zumindest für eine Zeit lang wahrscheinlich. Aber wie Ja, gesagt, eine ich kenne Frage. mich, ja. Ja, eine Frage an dich. Willst du auch in anderen Städten so Kurse anbieten, diese Hypnose? Oder nur da bei dir in der Region, weil ich sehe, du hast in Berlin und noch bei dir. Willst du auch nicht in andere Städte rein? Wäre vielleicht eine Lösung? Doch, also ich habe auch in Italien habe ich das jetzt, weil es ist immer das Alles. Problem, wo ich irgendwo Support finde. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch hier in Niedersachsen, wo ich wohne, eine Frau gefunden. Sie hat ein krasses Haus, sie hat das Haus benutzt kaum irgendwie. Sie hat 11 Zimmer oder so und die wollte sowieso schon Yoga anbieten. Und da habe ich gesagt, du, also wenn du willst, ich kann dir Hypnose anbieten. Und sie, ja, toll. Und dann hat sie 10 Leute da reingekriegt. Aber ja, also eine andere versucht jetzt in München was zu organisieren, weil sie dort Leute kennt. Ist immer, also ist nicht ganz so easy,
tatsächlich, also wenn du niemanden vor Ort hast, dass tatsächlich dann Leute auch irgendwo erreicht werden. Also da musste man wieder so viel Werbung machen. Ja, Aber ja. an sich ja, ich bin offen. Also ich bin Das jetzt heißt aber, auch, ja. ja, überleg, dass du vielleicht noch andere Städte halt angreifst, dass man, du hast ja schon viel aufgebaut YouTube, dass du da halt noch deutschlandweit in die Dings rein, in die große Städte reingehst und da Räumlichkeiten oder ja, sowas anbietest. Ja, da wird es noch schneller. Absolut, also vor allem, ich habe gemerkt, weil ich habe das die letzten Jahre nicht so gemacht. Dieses Jahr habe ich so gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich habe ein Hotel hier in Berlin, ja, wo ich das immer mache. Achso, du warst einmal da. Ich war ja bei dir. Genau. Und in diesem Hotel habe ich gesagt, wie wäre es, wenn ich für das ganze Jahr so ein paar Termine, also sind 6 Termine oder so. Und sie hat gesagt, kein Problem, also die Frau da. Und dann, ich habe gemerkt, diese mehr Termine zu haben, schon fertig auf der Website, hat das zugebracht, dass mehr Leute kaufen. Also weil ja eine Schau, okay, weil früher war es so, die haben gesehen, okay, März kann ich nicht, okay, tschüss. Einfach Website zugemacht. Und dann jetzt aber so kommt, ah, ich würde gerne im März kommen, aber ich kann ich im Mai kommen? Kann ich jetzt schon zahlen und bla bla bla. Ja, So, das okay. hat echt was gebracht. Deswegen, ich glaube, dass deine Idee mit so einer Art Tour zu machen auf jeden Fall super wäre. Ich habe ehrlich gesagt die Schwierigkeit immer wieder gehabt, so Räume zu finden. Es gibt bestimmt 1.000 Milliarden von Räumen, die möglich sind. Du, vielleicht Ja. bin ich einfach nur blöd, keine Ahnung. Aber als ich gesucht habe, war echt nicht so ganz einfach. Also, weil entweder waren sie zu teuer, zu groß, zu klein Ja. oder wollte man schon wieder jemand was verdienen dabei oder keine Ahnung. Also muss ich nochmal Ja. gucken. Ich meine, klar, man kann Eventuell, vielleicht Hotels überall finden, aber oder günstige Hotels, weil die haben ja meistens auch Räumlichkeiten. Jedes kleines Hotel hat irgendwas. Oder halt über Facebook aufschreiben unter Freundesliste, wer hat dir was, einen Raum zur Verfügung zu stellen. Ja. Das sind die Optionen. ja, auf jeden Fall. Also beispielsweise jetzt hier in Niedersachsen, wie gesagt, war es ein privates Zuhause, war ich ein bisschen skeptisch erstmal. Also sie muss es noch als Gewerbe wahrscheinlich anmelden und so. Aber als die Leute kamen, war eher so eine ganz nette Situation. Weißt du, sie hat sogar für alle gekocht. Okay, muss nicht immer so sein. Es ist okay, auch im Hotel und auch ein bisschen nicht so persönlich. Aber es gibt manchmal tatsächlich Leute oder Räume oder Menschen, die einfach einen Raum haben, den die gar nicht benutzen oder vielleicht sogar jemand, der Ja. Häuser besitzt oder keine Ahnung, der vielleicht sagt, hey Leute, ich hätte hier einen Raum für euch, also ob Sachen gibt es nicht, natürlich muss ein paar Sachen stimmen, Toilette und so Ja. weiter. Weil du könntest, ich bin hier in Baden-Württemberg, ich könnte hier gucken und hören mich Baden-Württemberg, ich habe hier Rheinland-Pfalz, Bayern auch da die Ecke, wenn das wäre, da was Veranstaltungen. Könnte ich dir helfen, hier regional was zu finden oder was aufzubauen? Sehr Und gern, sehr gern, ja. weil hier, dass du, wenn du deutschlandweit tourst oder halt regelmäßig machst, dann wird es noch breiter, weil du machst ja schon viel auf YouTube und dann nächste Schritte. Kurse hast du ja auch und dann vielleicht eine Show aufsetzen, deutsch-italienische Hypnose-Show und dann geht es weiter. Weil ich sehe die Auf ganzen jeden. Hypnose, die Hypnose, die machen entweder viel TikToking oder machen gleich eine Show oder Bücher oder halt viel YouTube, ja. Und Ja, da geht ja. es. Ja. Ja, also mit Show in dem Sinn von Comedy bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so da passend, aber ich habe schon Events organisiert, auch die also eigentlich eine Show waren vor 2 Stunden, aber wo ich schon Leute hypnotisiert habe, auch ein bisschen Spaß gemacht habe. Aber ja, ich habe es ein bisschen mehr so. Ja, wie soll ich sagen, wie so ein Coaching fast spirituell gemacht. Es passt vielleicht besser zu mir, aber gut, ist natürlich klar. Also Spaß, Hypnose zieht ein bisschen mehr Menschen an, aber Ja. ja, auf jeden Fall. Aber diese Idee, also dass in verschiedene Städte und vielleicht auch nicht jetzt nur Kurse, sondern auch ein bisschen mehr showmäßig, ich glaube schon, dass das, weil es ist so, wenn ich das anbiete, es ist schwierig, Leute zu kriegen. Aber wenn ich das nicht anbiete, dann kommen die Leute und sagen, ey, wann machst du es wieder? Ach so. Also, es gibt Leute, die das auch. Ich habe bis jetzt zum Beispiel immer Kurse gemacht für 4 Tage. Ja? Ja. Ja, du Jetzt warst hast du auch zwei, dabei. glaube ich, oder? Jetzt hast du auch Genau, ich habe zwei. jetzt 2. Und jetzt kommen ohne Mist so viele und sagen, wann machst du wieder 4 Tage? Ach so, Früher okay. hatte ich 4 Tage, weißt du, und ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich zu viel für die Leute. Ja. Und jetzt kommen und sagen, ah, ich habe gewartet, dass du wieder 4 Tage machst. Okay, also werde ich Ja. wieder mal 4 Tage machen. Wobei 2 Tage ist, ich habe sogar reduziert, ich mache manchmal nur einen Tag. Ja. In Italien zum Beispiel mache ich nur einen Tag, weil es einfach logistisch einfacher zu organisieren ist. Und die Leute, Entschuldigung, bezahlen trotzdem, kommen trotzdem. Ich habe es sogar jetzt ein bisschen teurer gemacht als letztes Jahr. Ja. Heute habe ich 2 verkauft. Also ich denke mir, okay, gut. Dann muss man sich einfach nur trauen. Ja klar, nur trauen ausprobieren, deswegen finde ich es spannend, ja.
Ja, Ja. also, aber du hast, also ich sehe, du machst so viel online gerade, das ist super. Also ich weiß, es Ja, ist momentan natürlich mache viel ich viel Arbeit. und es ist viel, aber wie du sagst, deswegen, man muss da dranbleiben und das Ding ist, ich habe mich ein bisschen befasst in den letzten Wochen mit Verkaufen, weil ich habe auch viel mit Leuten zu tun Ja. und zu wissen, wie ein Mensch funktioniert, dass ich im Endeffekt mein Know-how und meine Erfahrung auch verkaufe, weißt du, und da habe ich so ein paar Ja. Bücher gelesen und geschaut und ein bisschen mich damit befasst, weil du hast ja Gespräche, fremde Leute, musst du Vertrauen aufbauen, aber irgendwann willst du ja auch in abschließen und sagen, hey, ich gebe ein Coaching für 1200, 8 Wochen, dass die Leute das auch kaufen. Das finde ich spannend. Und da habe ich mich ein bisschen so auch ein bisschen damit befasst, weil wenn du verkaufen kannst eigentlich, dann hast du immer Geld. Weil ihr Italiener auch, ihr arbeitet auch viel mit Gestik, Mimik und seid eigentlich gute Verkäufer, ja. Und deswegen ist es so ein Thema, wo mich jetzt in letzter Zeit Ja. beschäftigt hat. Und ich möchte anfangen, jetzt habe ich ja viele Leute aus meiner Umgebung, auch fremde Leute, da Unternehmer, Berater, die auch Geld haben, die zu mir ins Coaching kommen. Und nicht nur Leute, die hier sind, regional und dann sagen, okay, Sebastian, ein feiner Kerl, sondern auch fremde Leute. Weißt, das ist für mich der nächste Schritt. Ja, also Ja. ich denke, dass jetzt wollte ich noch was anderes sagen, aber ich fange woanders an. Also ich denke, dass also erstmal ist es total wichtig zu verkaufen, weil es ist so, ich meine, ich liebe diesen Job. Ja, ich würde sonst nicht wissen, was ich tun soll in meinem Leben. Ja, ich habe alles Mögliche probiert, aber wenn ich in diesem Job bleiben kann, ist für mich wirklich einfach etwas, was ich mit Liebe mache. Weißt du, ich stehe morgens auf, ich habe echt Lust zu leben und Lust, meine Ja. Dinge zu machen. Und ja, wenn ich nicht verkaufe, was tatsächlich manchmal so war und immer wieder so Situationen kommen, wo es schwieriger ist, dann fängt an, ja, so ein Problem zu werden. Und dann frage ich mich, okay, mein Gott, was mache ich, wenn es nicht mehr läuft oder so, ne? Und Ja. dann, es ist in dem Sinn wirklich wichtig, dass man weiter auch verkauft, weil es ja, es ist einfach das ermöglicht, dass man weiter das machen kann, dass anderen Menschen geholfen werden, du in deine Branche, ich in meine Branche. Und ansonsten denke ich, dass unabhängig jetzt von Verkaufstechniken und so, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man so eine Art Brand baut. Also das heißt, dass die Leute wissen, okay, wenn der Ja. Mariani kommt oder wenn der Sebastian kommt, Ja, genau, und ja. egal, was er tut, beispielsweise, ich sehe deine Videos, ne? Ich sehe, wie du präsent bist. Das gibt immer so ein Gefühl von, du liebst das. Ja, genau. Da kann einer sagen, hey, der Jaffe, der spricht komisch Deutsch oder der ist noch zu dick oder was auch immer, oder der ist bescheuert oder seine Hypnose mag ich nicht. Das ist mir Ja. scheißegal, aber das bin ich. Ja. Und die Leute assoziieren das, weil ich meine, es ist so, du kaufst Nike nicht, weil Nike toll ist, weil Nike oder Puma oder so, das ist alles. Was ist irgendwo in China sowieso gemacht? Am Endeffekt kaufst du das, weil du mit irgendwas assoziierst damit. Du Ja. assoziierst irgendwelche Sachen, ja. Also natürlich kann ich jetzt Ja. auch ein Video machen, ah, hier, wenn du ja für die Hypnose kaufst, dann bist du super oder so. Aber je persönlicher das geht, desto einfacher Leute assoziieren das und Ja. merken, ja, mit dem komme ich klar. Und ich Ja, muss ja. sagen, ich habe viele Sachen kostenlos gemacht in der Vergangenheit, was wie Hypnose zum Einschlafen. Ja. Ich habe nichts verdient dabei, aber im Nachhinein kamen immer mehr Leute und sagten, ey, ich habe ein Jahr lang deine Hypnose zum Einschlafen gehört und jetzt komme ich einfach zu dir, weil ich deine Hilfe einfach, jetzt habe ich Ja. volle Vertrauen und so. So manchmal ist auch wirklich in Ordnung, weil es gibt so zwei, sag ich mal so, zwei Richtungen. Eine, die sagt, ey, du sollst nur so viel posten, aber nicht alles, damit die Leute kaufen. Andererseits sagen andere, ey, poste alles, weil wenn die sagen, Ja. ey, wenn er alles, wenn er schon so viel kostenlos zeigt, was passiert, wenn ich kaufe, dann muss noch krasser sein, was tatsächlich auch Sache ist, weil ich poste tatsächlich so viel, aber wenn du in eine Ausbildung von mir kommst, also vor kurzem war extrem, wenn Fragen kommen, merke ich, oh wow, das habe ich noch nie erzählt. Also ich Ja. habe immer wieder neue, wenn du den ganzen Tag so wie du und ich diesen Job machen, du hast so viel eigentlich, was du erzählen könntest, aber du kommst gar nicht auf die Idee, dass das interessant sein könnte. Und dann Ja. aber durch die Fragen, also ich fange jetzt auch an, also vor die Videos von der Ausbildung, die ich gemacht habe, diese Fragen- und Antwort-Sachen, weil ich merke, da ist so viel Potenzial, das ich noch nie erzählt habe in einem Kurs, weil ich einfach nicht als relevant genug gedacht habe. Und plötzlich merke, doch, es ist für die Menschen relevant, ja. So Kleinigkeiten, weißt du, oder
Ja, was weiß ich, die Leute fragen mich immer wieder zum Beispiel, ey, wie machst du das, wenn du nach der Sitzung dann mit deinem Thema gehabt hast und du gehst dann nach Hause, wie kannst du dann dich befreien von... Und ich würde auf so eine Frage gar nicht kommen, weil für mich ist wie selbstverständlich, dass diese Arbeit zu machen. Ich denke nicht, oh, wie kann ich mich jetzt befreien oder so. Aber ich merke, für die Ja. viele, viele Leute fragen immer wieder diese Frage. Und theoretisch könnte man fast einen Kurs darüber machen, ja, wie kannst du dich befreien, wenn du zu viel Probleme gehört hast und so. Also ich meine ja nur. Und so merke ich, Ja, ich also. verstehe dich, weil bei mir auch viele Leute kommen und ich bin ja gelernter Sportphysio und da kommen Leute oder im Personal Training, die Leute öffnen sich und die erzählen dir alles, ja. Ja. Und es sind die guten und schlechte Sachen und aber ich kann nach Hause gehen und abschalten und das weglassen, ja. Aber manche, Ja. es gibt Charaktere oder Ja. psychische Leute, die arbeiten hier ganze Zeit damit und es kriegen die nicht raus, Genau, ja. die können das nicht loslassen. Und Ja. ja, aber zum Verkauf zurück, deswegen sage ich, also ich glaube, wenn man, also das ist jetzt meine Erfahrung, ich kann mich irren, also und es kann jemand kommen, der besser kennt. Ja. Je mehr ich gegeben habe, desto mehr kam zurück. Irgendwann, vielleicht nicht sofort. Ja, Ja. okay, du kannst, ich glaube, beide Wege sind gut. Du kannst Dinge haben, wo du sagst, okay, jetzt hier gebe ich euch mehr, wenn ihr kommt, diese Webinar oder wenn ihr kauft diese Sachen, das ist klar, ist natürlich auch in Ordnung natürlich. Und der andere Weg ist vielleicht, dauert ein bisschen länger, aber was jetzt Vertrauen aufbauen angeht, ist auch gut. Also, dass man einfach Ja. zeigt alles, was man hat und dann kann man natürlich in einem persönlichen Coaching noch viel mehr anbieten. Ich meine, ich habe so viel gezeigt, aber ich habe jemanden im Coaching, der nicht mal weiß, was ein Link ist. Also klar, das ist schwieriger dann, aber dann merke ich, okay, ich kann auch diese, unabhängig jetzt von Hypnose, ich kann auch diese Expertise weitergeben. Man kann nicht Ja. sagen, okay, pass auf, das ist eine Website, das ist ein Link. Wenn du das so machst, dann funktioniert es. Und die Leute sind so dankbar, dass jemand überhaupt nicht nur ein Aspekt der Arbeit zeigt, sondern alles, weißt du? Nur mal Alles, angenommen, ja. du würdest jetzt Leute coachen, die auch deinen Job machen möchten. Ja. Vielleicht könntest du theoretisch auch machen irgendwann. Das heißt, okay, möchtest Ja, du habe ich als Fitness? nächstes vor, dass ich dann die Das ist. Kinder dann auch Müsstest du den Fall. Fitness-Coach werden? Ich kann dir sagen, wenn du genug Erfahrung hast, du hast Ja. Up and Downs gehabt in deinem Leben und du weißt, was kommen kann, das ist für die Leute so eine Expertise, ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge zu holen. Also. Ja, das ist spannend. Wie sieht es bei dir in Italien aus? Ist da Potenzial noch für mehr Hypnose oder ist es nur erstmal so ein Startprojekt, weil du machst auch Italien, habe ich gesehen. Ja, das mache ich schon seit, würde ich behaupten, 2 Jahren immer wieder so. Da ist eine Menge Potenzial. Weil in Italien ist Hypnose zwar bekannt, aber ist noch ein kleines bisschen krasser reguliert als in Deutschland. Paradoxerweise, weil ich dachte ja anders, aber da scheint, dass die Psychologen mehr Druck Ja. machen, wenn du Hypnose ansetzt ohne Psychologie, also als Ja. Coach oder so. Und beispielsweise in den ersten Ausbildungen, die ich da hatte, waren nur Männer. Also ich hatte Okay. kaum Frauen. In Deutschland ist genau das Gegenteil, es sind fast nur Frauen. Weil ich glaube, dass in Italien noch viele Angst haben vor Hypnose, sie wissen nicht genau. Was da kommt, Aber jetzt ja. in der letzten 2, 3 Mal und auch heute zum Beispiel haben 2 Frauen was gekauft. Es steigert sich, dass mehr Frauen kommen. Für mich ist es natürlich auch besser, weil sind die Kurse ein bisschen entspannter und Frauen sind allgemein ein bisschen mehr hypnoseempfänglich, würde ich mal behaupten. Ja, ist einfach schöner, wenn es ein bisschen gemixter ist und nicht nur Männer oder nur Frauen sind. Ja, Ja. und ich glaube, da ist auf jeden Fall mehr Potenzial. Ja. Also ich überlege auch gerade, also es kam auch dort immer wieder so an, Frage, hey, möchtest du nicht bei mir machen? Ich wohne, was weiß ich, in Florenz oder ich wohne in Ja. Sardinien oder sonst was. Ja, also es ist so, in Verona, wo ich das mache, wohnt meine Mutter. Da kann ich einfach schlafen, ob 10 Leute kommen oder Ja. 3, ist nicht so gravierend. Aber wenn ich jetzt also in Sardinien fahre, dann muss ich ein Hotel haben, dann muss ich hinfliegen, dann muss ich dies, dann muss ich Ja. das. Da fängt dann ein bisschen andere Proportionen zu haben. Also das muss man auch einkalkulieren, weißt du, was ich meine? Ja, du musst erstmal vielleicht eine Zusage haben von so und so vielen Personen, um dass du da hinkommst, ja. Ganz Dass genau, sich ja. hier, Hast du recht, ja. dass du nicht runterkommst und sagst, hey, und jetzt bin ich da und es ist nur ein, zwei Personen und das Kosten, da gehe ich ins Minus, ja. Ja, das ist richtig, hast du vollkommen recht, ja. Ja, weil manchmal kommen Leute und sagen, hey, ich habe einen Raum und so, aber ich, weißt du, eine Sache ist, einen Raum zu haben, eine Sache ist, den Raum zu sehen und gucken, wie das läuft, wie sieht es aus, wer ist dieser Mensch überhaupt, wie sieht dann sein Raum wirklich aus, Ja. wie fühlt sich man dort an. Ja, deswegen ist es nicht so einfach, so
von Privatpersonen. Ja, also Ja. deswegen, ja, was du sagst, ist aber auf jeden Fall richtig. Also ich musste eigentlich früher, viel früher, viel mehr vororganisieren, genug Leute, die zumindest, wo sie mir eine Halbzusagen geben, wenn, keine Ahnung, 20 Leute sagen, wir kommen, und dann am Ende sind nur 10, aber bei 10 Leuten kannst du auf jeden Fall was, also jetzt in diesem Bereich der Hypnosekurse ist genug, wo man sagt, okay, da habe ich die Kosten zumindest drin oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann kann ich das weitermachen und so. Ne? Ja. Ja, man muss am Ball bleiben. Das ist ein bisschen das Problem, was ich sehe auch bei allen, die ich coache, also, weil viele sagen, oh, es dauert so lange und so. Ich sage, ja, du musst echt Geduld haben, dranbleiben und wirklich viel zuhören, Ja. was die Klienten sagen und gucken, was gebraucht wird, was die Zielgruppe im Endeffekt braucht, weil ich meine, das ist vielleicht auch ein Problem, was ich habe, weil ich habe, wie gesagt, alles Mögliche gepostet, aber mich nicht so fokussiert nur auf diesen Hypnose-Lernen-Coaching. Also wenn ich jetzt in Ja. Google eingebe, Hypnose-Lernen, ich bin nicht an die erste Stelle oder so, weil ich das nicht so fokussiert habe. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich fokussierter dran gegangen bin, kam auch echt eine Anfrage über diese Coaching. So, das ist wichtig, dass man, auch wenn man jetzt verschiedene Zweige hat, so wie ich, weil ich mache Praxis und ich mache Kurs und mache dies, mache das, dass man immer wieder sich erinnert, okay, worauf will ich mich aber trotzdem noch mehr fokussieren, damit Ja, es klarer mehr in Punkt. diese Richtung weitergeht, weißt, dass man sagt, Ja. Ja, du bist ja. halt vielseitig und versuchst halt deine Talente da auszuleben. Ist das ja. Ja, also es ist einerseits positiv, weil ich, oder sagen wir mal so, ich brauche das, weil wenn ich nur eine Sache mache, irgendwann mache ich mich, ich fühle mich so eingeschränkt, wie du sagst, wie Ja. so ein Hamsterrad. Ja. Andererseits ist manchmal ein Problem, ja, ich bin so ein bisschen ein ADS-Kind, weißt du, oh, ich muss alles machen, ja. Und dann verliere ich ein bisschen den Fokus und immer wieder das Leben kommt und sagt, okay, jetzt fokussierst du dich oder kriegst Ja. du keine Kunden mehr oder es Ja, verläuft sich ja. etwas und ja, deswegen Ich sind auch verstehe, weil. diese Gespräche sind für mich auch total wichtig, weil ich einfach mit dir ja, diese Ja. Reflektieren über das, was läuft, was nicht läuft, total hilfreich ist. Ja, das Ding ist, du hast viel Potenzial, nur langfristig, wie du sagst, muss man schauen, mit was kaufe ich meine Zeit ein, dass ich wieder Ja. mich auf das fokussieren kann. Ja. Und ja, mehr verkaufen kann diese Hypnose. Und da brauchst du halt Leute oder Unterstützer oder die dich unterstützen und du dann halt das Ding groß machen kannst, dass man Ja. dich überall kennt, ja. Obwohl YouTube ist ja schon sehr gut und da kommen ja auch viele Ja. Anfragen. Ja, über YouTube ist, würde ich sagen, eine der besten Kanäle bis jetzt gewesen. Also ich überlege gerade, was sonst. Also ja, Facebook läuft auch ziemlich gut, aber da musst du wieder neue Leute drin haben, sonst Ja. erreichst du im Grunde immer nur eine kleine Gruppe. Ja. Ich benutze momentan auch sehr viel LinkedIn, weil ich gemerkt Ja. habe, oh, da gibt es doch ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn ich Videos da poste und so. Ja, ich habe auch jetzt mich diese Woche befasst mit LinkedIn, weil einer mir gesagt hat, der macht das Social Umsätze mit LinkedIn nur, weil da sind Geschäftsführer, Leute, Businessleute und Ja. der, ich weiß nicht, was seine Nische ist, aber der macht das sehr gute Umsätze. Habe ich gesagt, okay, mal mit LinkedIn versuchen, ob das vielleicht was für mich auch wäre, ja. Ja, Unternehmen. ich denke, in deinem Bereich ist tatsächlich, weil viele Menschen, so wie ich halt, ne, die sind einfach da auf LinkedIn und denken nebenbei, ach, sollte ich ein bisschen mehr Sport machen, sollte ich gesunder leben? Und du bist dann der Mann dafür. Also. Und weil das Problem bei LinkedIn ist, die meisten Leute gehen dort, um irgendwelche Sachen zu werben. Ja, ist richtig, aber es geht immer so um Arbeit oder Stellen oder. Und wenn dann etwas kommt, was ein kleines bisschen rausgeht aus dieser, dann ist wahrscheinlich für manche trotzdem interessanter, weil die, ja, die haben mal eine Abwechslung und sagen, okay, mal gucken, was der macht, ja. Ja, aber ich weiß, es gibt Leute, die, das ist auch wieder das Problem. Also man kann sich schlecht auf alle möglichen Seiten extrem fokussieren. Man muss schon irgendwo eine oder zwei haben, wo man ein bisschen mehr was sich fokussiert und dann glaube ich, da ist eine Menge möglich. Wobei muss ich auch sagen, wenn ich auf Twitter gepostet habe, beispielsweise so Kurse oder jetzt hier vor die Steine von meiner Freundin, da waren Verkäufe. Also das ist unglaublich. Ich kapiere das Twitter ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich benutze es nicht. Aber ich weiß, dass viele Menschen das nutzen. Also ich benutze es einfach nur so mit automatisierten Einträgen. Also ich mache da nichts. Ich schaue nie in Twitter, meine ich, wenn ich irgendwas suche. Ich suche nur auf YouTube, auf Google oder auf Facebook. Also.
Aber wenn jemand auf Twitter, ich habe gesehen, dass irgendwie, weil ich das, ich sehe das also wir haben diese Etsy-Seite, also wo sie die Steine verkauft. Ja, Wenn Etsy ich kenne auf, ich ja. genau, wenn ich auf Twitter was gepostet habe, ist es tatsächlich immer wieder was gekommen vom Ja? Verkäufer. Das ist unglaublich. Ich habe Krass. keine Ahnung, wirklich, es ist, da bin ich Ja. wirklich überfragt. Hast du eigentlich eine Facebook-Gruppe? Ja, Hast du? ich hab verschiedene Facebook-Gruppen. Zwei benutze ich am meisten, die italienische Ja. und die deutsche. Aber auch dort muss ich sagen, die italienische funktioniert ein bisschen besser. Es ist so, ich habe Online-Kurse auf Udemy und da unten im Kurs steht, hey, wenn du mit Leuten auch reden möchtest, die das gleich gelernt haben, kannst du auf die Gruppe kommen. Und Ja. sage ich mal so, von 100 Leuten kommen vielleicht 5, keine Ahnung, wenn überhaupt. Aber diese 5 sind echt interessiert und dadurch verkaufe ich meine Kurse in Italien. Also das ist schon Ah, cool. Und ich weiß, es gibt Menschen, die auch nur mit Gruppen arbeiten und verkaufen sich zu weil ich, Tode. ja, ich kenne nämlich eine Strategie oder von jemandem, der macht es, der hat so eine Gruppe aufgebaut, Facebook-Gruppe, hat denen so einen Kurs verkauft, dann nach ein paar Monaten war die so zufrieden, dann hat er gesagt, ich habe wieder einen neuen Kurs rausgebracht. Für euch nur, weil ihr meine treuen Anhänger seid, gibt es einen Rabatt in den nächsten Tagen, bla bla bla. Und dann verkauft er wieder einen Kurs. Und dann die anderen kriegen es mit, wollen das auch mitbekommen. Und in der Gruppe entsteht so Community, weißt du? Und Ja. der hat wieder neue Kurse und arbeitet nur mit Gruppe. Und macht da sehr gute, voll gute Absätze, ja. Ich kenne jemand, das ist wirklich heftig. Sie ist Coaching for Marketing. Ich will jetzt keinen Namen sagen, weil ich will keine Probleme bekommen. Aber ich weiß, dass sie für 35.000 Euro ohne Scheiß Coaching verkauft, wie du lernst, mit Gruppen auf Facebook zu verkaufen. Und ich weiß, dass wenn du diesen Coaching kaufst, ich kann mich irren, ja, wie gesagt, ich habe nicht aus eigener Hand, ich höre nur von anderen. Es ist nicht wirklich unglaublich, was sie erzählt. Es sind Dinge, die jeder im Grunde erfahren kann, wenn er es ein bisschen sich auskennt und macht und tut. Aber es ist unglaublich, oder? Also, da muss man sich eigentlich mehr trauen. Ja, nee, Ich also staune jedes Mal. Ich höre auch von Kursen in Hypnose, die 10, 15, 20.000 Euro kosten. Ich denke jedes Mal, Scheiße, wow. Scheiße, Mann. Ich kenne Leute, aber die haben dann in den USA gekauft für 10, 15.000 Dollar einen Kurs, ja, so wie wird man Millionär oder wie macht man ein Business und da die Ja. Amerikaner weiter, okay, da habe ich es gehört, aber in Deutschland habe ich es noch nicht gehört, so solche Umsätze. Nee, ich kenne schon manche, die machen nicht großartig anders als ich und die verkaufen das für viel, viel mehr Geld. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache diese Coachings seit, was ist das, letzten Sommer. Und jetzt, nadem ich jetzt, ja, nicht ganz, aber fast ein Jahr dran arbeite, ich merke schon, wow, das ist manchmal echt viel Arbeit. Also es ist nicht immer viel Arbeit, weil ich habe auch einen Teil, das online ist. Aber wenn du jemanden hast, der wirklich Interesse daran hat, dann ist es wirklich Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich hätte es doch ein bisschen teurer verkaufen müssen. Aber okay, man lernt es, ja. Man muss sich auch ein bisschen hineinfühlen. Man muss auch irgendwie das Gefühl haben, dass es Wert hat, ja. Und ich war so ein bisschen unsicher. Weißt du, wie immer, wenn du was Neues startest, du weißt nicht genau und so. Aber irgendwo habe ich jetzt mir auch gesagt, ich werfe diese ganze Unsicherheit über Bord und genauso wie du versuche, den Wert auch zurückzubekommen in Form von Ja, Geld. klar. Das Ding ist, wenn du davon überzeugt bist und lässt gar keine anderen Glaubenssätze dran, dann ziehst du aber auch die Kunden an, die es haben wollen, weil du strahlst es aus und die sagen, hey, Absolut. da muss was dran sein. Und wenn es einer kauft und der berichtet wieder als Testimonial, dann kommen die anderen. Weil ich will eigentlich auch Absolut. nicht die Kunden haben. Jetzt habe ich auch schon Kunden, die sagen zu mir, ja, kannst du so stundenweise immer mit mir Personal Training machen, wenn ich Zeit habe. Aber die Leute lasse ich jetzt ab, wenn habe ich keine Lust mehr, habe ich, ich arbeite jetzt ergebnisorientiert. Wenn du Bock hast, in diesem und diesem Zeitrahmen fit zu werden, das Sixpack, dann gibt es dieses Package oder bald dann einen Kurs. Alles andere ist für mich Vergangenheit. Ich mache das nicht mal. Wir probieren es immer wieder noch. Oder ich sage, hey, wenn der Kurs momentan für dich zu teuer ist, komm, zwei, drei Raten, das kriegen wir hin. Und dann lass Ja. mal starten. Und bis jetzt war das immer so gut, ja. Ja, absolut. Ich biete auch Ratenzahlungen und so. Ja, aber es ist, ich meine, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der möchte Menschen helfen und so, klar, aber man muss auch wirklich gucken. Ich meine, ich habe auch nicht unendlich Zeit. Ich muss meine Zeit tatsächlich so optimal wie möglich gestalten, sodass, wenn die Leute dann, weil es ist so, guck mal, wenn eine 200 € zahlt und der eine kostet, ich übertreibe mal 10.000 € zahlt, aber im Endeffekt, was ich gebe,
ist, 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 es muss immer funktionieren. Also ich versuche, so weit wie möglich zu geben. Und ich kann natürlich anpassen, so, ne? Ich kann auch ein bisschen weniger und so, aber dann bin ich 10 Stunden lang mit jemandem, der nur mir $100 be bezahlt hat, dann riskiere ich, dass ich nicht schaffe, der andere zu bedienen. Ja. Ist blöd. Ich bin sozial. Ich versuche Leute, wenn sie sagen, Ja. ich kann nicht, keine Ahnung, bla, okay, aber ich musste auch ein bisschen lernen, mich nicht zu sehr unter Wert zu verkaufen, weil es bringt am Endeffekt nicht wirklich. Du Und ich, sagst es, ich hab ja. zum Beispiel Leute, die sagen, hey, das kostet jetzt nichts bei dir. Und die nehmen das Ganze nicht so ernst, habe ich festgestellt, Ja, weil das ist auch eine Sache, heute ja. komme ich nicht, morgen nicht, meine Frau, mein Kind und so. Und dann denke ich mir, ey, weißt du was, das geht nicht. Ich gebe es umsonst raus und die Guck tun das mal. nicht wertschätzen. Wenn das ein paar tausend Euro kosten würde, hey, dann werde ich schon eine halbe Stunde vorher da sein und der wird laufen, weißt du? Das ist so ein bisschen der Nachteil da. Ich sehe das auch an mir. Also, ich meine, wir haben auch gesagt, ja, wir können ja ein bisschen machen ich hatte auch mit der anderen Frau, die auch mit Abnehmen zu tun hat, auch so ein Mini, also nicht wirklich, Ja. wir haben nichts wirklich ausgemacht, aber. Aber ich merke tatsächlich, es ist so. Also, guck mal, wenn es ist wie im Fitnessstudio gehen. Wenn du weißt, es kostet 18 Euro, dann gehst du einfach nicht hin. Weil du Doch, denkst, vielleicht ja. einmal im Ja, Monat. genau. Weil du denkst, ach, naja, für die 18 Euro ist nicht so schlimm. Aber dann gehst du in einem Monat nicht, zweiten Monat nicht. Am Ende gehst du gar nicht hin. Und so ist es auch mit allen anderen Dingen. Wenn es teuer ist, ist es genau wie Raucherinnenwöhnung. Wenn jemand kommt und bezahlt mir 500 Euro für eine Raucherinnenwöhnung, der will wirklich aufhören. Und der wird Ja, nichts tun, was genau. dagegen geht. Aber wenn er weiß, ach, ich habe nur 20 Euro bezahlt, dann kann ich nur eine testen. Ja, Und dann ja. noch gleich die Kippe. Also, ich sehe das auch an mir. Es ist einfach so. Also, und deswegen glaube ich, ich muss auch, wenn ich das wirklich, also erstmal muss ich meine eigene Motivation wiederfinden, tatsächlich Dinge zu tun. Und ich merke, bei mir ist es so, und dann lasse ich dich in Ruhe, wenn ich abnehmen möchte. Es hat viel mit der Situation zu tun. Also, Ja. wenn ich diesen Klick reinbekomme, hey, unabhängig von der Situation willst du das, dann funktioniert es. Aber wenn ich Ja, dann lasse ist. mich, oh nee, jetzt bin ich zu müde und jetzt schaffe ich nicht, jetzt muss ich Kraft haben, also schlafe ich lieber ein bisschen, das funktioniert Ja. nicht. Du musst aber auch einen großen Schmerzpunkt haben, das machen zu wollen. Das Schmerzpunkt muss groß sein oder dein großes Warum. Also warum willst du, so wie du sagst? Sonst sagst du ja, was? Ein Entweder großer ist. Schmerz ist, wenn ich mich anschaue in Videos und dann denke ich mir, oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr wie und wenn ich nicht mehr Video filmen kann, dann bin ich verloren. Ist mein ganzes Ja, Leben dann aufgebaut. hast du doch schon deine Motivation. Du schaust dir immer wieder an, so sehe ich aus, so will ich aussehen und dann hast du schon wieder Motivation. Absolut, absolut. Ich glaube, dass unbewusst drehe ich noch Ja. mehr Videos, auch um mich zu schauen und sage, ja, jetzt musst du da was tun. Nein, ich bin auch tatsächlich letzten Mal, also ich bin nicht jeden Tag, aber ich bin auch ein bisschen wieder joggen gegangen und ich passe ein bisschen mehr auf. Und wir sprechen noch darüber, aber. Das kannst du ja stufenweise aufbauen. Wenn du Räumlichkeiten hast, dann kannst du ja dein Computer hinstellen, ich schaue mir das an oder ich mache mit dir ein paar Übungen und dann kann man starten. Also da musst du dann jetzt okay geben. Aber ich Und glaube, mit es ist dann einfach. tatsächlich besser, wenn ich dann sage, okay, ich gebe dir jetzt so viel Geld und dann will ich noch Erfolge haben. Weißt du, gut. Wir reden noch auf Sachen, wie kommen beide weiter Ich erstmal. mache noch, ich mach mir noch eine Überlegungswert, wie das ist. Aber eine andere Frage zur Hypnose. Schau mal, wenn du Hypnose anwendest, zum Beispiel im Rauchen oder sonst irgendwo, bleibt das die ganze Leben oder geht es wieder weg? Naja, das ist abhängig von Mensch zu Mensch, kann man wirklich. Also, ich habe aber auch viele, die nach Jahren mir noch schreiben auf Facebook: Ey, danke, weißt du, damals, bla, oder ja, du hast mir damals geholfen, jetzt habe ich einen Freund oder ich habe jetzt ein anderes Problem. Rauchen ist überhaupt kein Thema mehr. Also, ich habe manche, die, ich will nicht sagen, dass es jetzt die nächsten Jahre ihres Lebens auch so laufen wird, aber es scheint so, dass es für immer sein wird. Ja. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, die immer wieder kommen und sagen: Hey, ich hatte, keine Ahnung, einen Trauerfall, weißt du, und dann habe ich wieder eine geraucht. Ja, Ach wir sind so, alle okay. nur Menschen. Ja. Aber ich sag mal so, mit Hypnose hast du auf jeden Fall eher die Möglichkeit, das für immer. Weil wenn der Mensch zu mir kommt, also es gibt auch andere Techniken, aber ich versuche das alles so auf ein Freiheitsgefühl zu bringen. Also es geht um Freiheit. Es geht nicht um die Zigaretten zu verlieren und dann fühlt man sich Ja. komisch, sondern es geht darum, dass du dich befreist eben und dann bist du mehr sein, der Mensch, den du sein möchtest. Und aber es ist wahrscheinlich so wie Sport, ja, wo du sagst, okay, irgendwie du sagst, ne, warum machst du das? Also geht es jetzt nur darum, ein paar Muckis zu haben oder möchtest du dich einfach insgesamt besser fühlen und so bleiben? Und, oder ne, jetzt nach 2 Monaten fängst du wieder an, Fastfood zu essen ohne Ende oder sonst was, ja. Ja.
Das kann so und so Menschen geben, aber ich glaube, ja, wenn man die richtige Einstellung hat, Ja. funktioniert das dann auch wirklich. Okay. Und wie ist es zum Beispiel, eine Frage habe ich noch zum Thema Hypnose, wenn du hast Glaubenssätze von deinen Eltern mitbekommen, zum Beispiel, die sagen zu dir, ja, wir haben kein Geld, du bist nicht gut genug, so diese Geschichte, was doch sehr lang bleibt in deinem Kopf, Ja. das schafft man ja mit Hypnose auch zu bearbeiten und im Unterbewusstsein ja anders zu programmieren, oder? Das geht ja Absolut, auch. ja, das geht auch. Also ein einfaches Beispiel jetzt, ich hatte vor kurzem einen Mann, der ist schon über 60 und der konnte nicht erkennen, warum er gewisse Dinge nicht schafft, ja, so ständig aufschieben. Ja, genau, Und ja, ich habe kenne ich mit ihm auch. gesprochen und er meinte, na, das hat nicht mit meiner Kindheit zu tun, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, der redet ständig über seinen Vater. Und da habe ich gesagt, merkst du, dass du gerade ständig über deinen Vater redest? Und dann habe ich ihn gefragt, was würde dein Vater sagen zu diesem Problem? Und dann hat er erkannt, wow, Ja. da ist echt ein Glaubenssatz. Da ist echt, also ich habe ihm sogar gesagt, bei jeder Situation, wo du dich nicht entscheiden kannst, frag dich, was deine Mutter sagen würde und frag dich, was dein Vater sagen würde. Und dann siehst du dich als Kind. Und dann siehst du, warum du nicht weiterkommst. Weil die Eltern über gewisse Glaubenssätze, also der Vater war eher so Glaubenssatz, ist doch scheißegal alles, also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und die Mutter, nee, du musst das tun. Und dann stehst du als Kind wie, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und so, Ja. wenn du diese Frage dir stellst, was würden beide sagen, und du siehst dich als Kind, dann kannst du dir sagen, okay, und was möchte ich jetzt als Erwachsen und nicht Ja. ständig nur die Eltern unbewusst, weil er hat das echt nicht bewusst vorher. Also das ist so wichtig. Krasses Dieses Thema, ja. Thema ist sehr spannend, weil sehr viele erfolgreiche Leute sagen, dass sehr lange diese Kindheitsgeschichte in dir drin ist und irgendwann stoppst du. Und wenn du das nicht bearbeitest, geht es da nicht weiter, weil du die Unterbewusstsein noch von deinen Eltern programmiert worden ist, bis zu sehr langen Punkt, Ich würde ja. sagen, fast alles, wo wir nicht schaffen, hat damit zu tun. Ja? Also, Ja. natürlich, es gibt Menschen, die krasse Traumata erlebt haben. Und es ist nicht nur, wie bei meiner Eltern war ja so, dass sie sich getrennt haben, bla bla bla. Dann hattest du Ja. zwei verschiedene Orientierungen. Aber es gibt Menschen, die ganz extreme Dinge erlebt haben oder Eltern, die wirklich krass waren oder narzisstische Eltern oder was auch immer. Ja. Und das bleibt irgendwo. Und dann irgendwann merkt man, wenn man Glück hat oder wenn man schafft, ja, zu sagen, Moment mal, was ist eigentlich los mit mir? Warum ist das so? Ohne jetzt den Eltern schlecht machen zu wollen, darum geht es mir gar nicht. Aber einfach nur zu erkennen. Ja, also jetzt Beispiel, Thema Geld. Warum ich immer wieder Geldprobleme gehabt habe. Wenn ich jetzt zurückschaue in meine Kindheit, ich weiß es warum. Weil mein Vater war so, meine Mutter war so. Gab es so verschiedene Situationen, wo ich, wenn ich Thema Geld, allein das, ich schreibe gerade auch einen Kurs darüber. Ja. Also, wenn ich das Thema Geld allein schaue, und dann weiß ich, okay, wow, ich komme wahrscheinlich da und da nicht so weiter, wie ich könnte, aus diesem Grund. Ja. Es ist sehr Das ist aber befreiend, ein wenn man das sehr schafft. spannendes Thema. Da wirst du viele Anfragen haben zum Thema Geld, weil Ja. das Geld zu halten und zu vermehren, beziehungsweise nicht auszugeben, das ist ein Thema, weil manche haben Angst, es auszugeben, andere sagen, es soll es ausgeben, dass es wieder zurückkommt. Das ist ein spannendes Thema, was im Unterbewusstsein oder was die Eltern geprägt haben, gesagt haben. Ja, was Weil für das ist einen Wert das spannend. hat und was für eine. Es ist ein unglaubliches Thema eigentlich, ja, weil ich Ja. meine, ich wundere mich, dass in der Schule nicht so erzählt wird, wie man Geld umgeht, soweit Ja. ich gelernt habe, gar nichts. Aber auch, ich habe noch nie meinen Vater mir über Geld in dem Sinn gesprochen, ja, wie geht man mit Geld richtig um? Also, Ja. unabhängig jetzt, ob es falsch oder richtig, ja, jeder hat so seine Meinung, aber. Ich habe diese Gespräche nicht gehabt. Also, Ja. was weiß ich jetzt, das Kind von meiner Freundin kam und sagte, ja, kannst du mir wieder V-Bucks oder wie heißt das, für Fortnite oder so. Ich kenne mich nicht so aus, aber mit so einem Spiel. Also kaufen, was ist das so? Fortnite spielt man ja so Irgendwelche, nach. ja, so irgendwelche Skins oder was weiß ich, was das Also da alles musst du heißt. kaufen, so warten, ja. Ja, damit man weiterkommt, bla. Ich sage, okay, überleg dir mal, du kaufst jetzt für 10 Euro etwas, wo du einfach nur einen Tanz hast. Ist ja wichtig, ist in Ordnung, ist dein Geld, dein Taschengeld. Oder möchtest du das Geld sparen für das machen, das andere kaufen? Überleg dir einfach nur. Also so kleine Gespräche. Also ich habe das so nicht gehabt mit meinen Eltern. Ich weiß nicht warum. Also, keine Ahnung. Weiß Gut, nicht, es ob war eine du. andere Generation, andere Zeit. Bei mir war das Ja, auch nicht also. mehr. Wir sind Ja. beide nach Deutschland gekommen, gearbeitet und ja, das war auch bei mir genauso nicht so. Ja, Das war auch. das ist auf jeden Fall ein Aber großes es ist schade Thema. und es ist wichtig, weil das Ja. bei uns dann haftet und wir eigentlich eins zu eins so weiterleben wie die. Und ja, ich musste auch vieles an mir arbeiten, weil ich wollte nicht so
Leben und habe gesagt, ey, das stimmt was nicht. Und deswegen habe ich auch Weg gesucht hier mit Hypnose, NLP, Persönlichkeit und immer geguckt, dass ich mich da weiterentwickle, weil es muss es doch irgendwie auch anders gehen, weißt Und zum Beispiel, guck mal, ich merke gerade, wenn wir sprechen, das ist vielleicht interessant, also von Anfang an von diesem Gespräch habe ich gemerkt, irgendwas in mir sagte, wow, darf ich das posten, dass wir überhaupt über Geld sprechen? Weißt du, diese Vorurteile, wie, als ob jemand jetzt schaut sich dieses Video an und denkt sich, boah, ja. die Leute denken nur an Geld. Aber es ist nicht so. Wir denken nicht nur an Geld. Es ist normal, dass man einen Job hat und man möchte diese Dinge verkaufen, ja? Also wenn ich Aber für Coaching mich ist es, anbiete. ja, für mich ist es wichtig, weil das Thema Geld, Gesundheit momentan in diesem Leben wichtig ist. Es wird so hoch gepusht und viele Leute fragen sich, wieso verliere ich mein Geld so schnell oder wieso kann ich es nicht vermehren? Also ich finde, das ist ein interessantes Thema und Ja, vor es ist eine Blockade, weißt du, zum Beispiel, Blockade, ja. weil von meinen Eltern, auch in gutem Sinn jetzt, ne, es ging immer Ja. nur darum, Menschen helfen und so. Und das tue ich aber schon den ganzen Tag. Aber Ja. wenn ich in diese Richtung gehe, dass ich Geld verdienen will, dann fühle ich mich wieder schlecht. So, ne? Also, und ich weiß Ja. aber Ja. jetzt als Hypnosetherapeut und so, dass es Quatsch ist. Ja. Aber ich weiß ganz genau, dass viele Menschen werden dieses Video anschauen und sagen, was ist mit Ja. dem los? Also denkt ihr jetzt nur an Geld? Nein, Leute, ich denke nicht nur an Geld, aber es ist ein Teil des Lebens. Es ist so, als ob jemand schaut, okay, du machst nur was mit Muskeln und so, dann bist du Ja. nur so ein Typ. Nein, du bist ein total netter Kerl, der Ja. Menschen auch helfen möchte und sich selbst, dass man gesunder bleibt und lebt. Ja, warum nicht? Also, Du als ob man, bietest wenn ja auch man, sehr viel Mehrwert, ja, genau. also als Ja. ob man plötzlich da, also und da, ja, und zum Thema eben, woher diese ganze Blockade kommt, ja, das. Meine Eltern waren also in diesem Sinne nicht böse oder so, aber für sie waren gewisse Dinge wichtiger. Ich ist in Ordnung, ich nehme alles mit, ja, aber ich muss für mich auch entdecken, als Selbstständiger Ja. brauche ich Dinge auch zu verkaufen und das ist auch legitim. Es ist in Ordnung, ich darf nicht Angst haben und ich darf auch Preise verlangen. Ja, Ist das klar. so, ne? Und ja, die Leute geben, was weiß ich, 100 €. Ich meine, wenn ich jetzt einkaufen gehe, einfach so essen, das sind immer 100 € oder aus Minimum, ja, für 4 Leute. Ja, Und dann ja. denkst du dir, soll ich jetzt 100 € verlangen für eine Hypnose? Ich meine, diese Hypnose vielleicht verlängert sein Leben. Oder Ja. du bei dir, ne, so eine Sitzung, also oder jetzt ein Coaching und dann der Mensch ist wie transformiert ein anderer Mensch. Ja, und das ist für Ja, sein Leben ja. total wichtig. Aber gut, mein Ja. Lieber. Ich Wenn die muss Leute leider so. weiter. Alles klar, lass uns hier gerade Aber machen, aber was ja, Spannendes machen wir weiter. dabei kannst du gerne verwenden und es raushauen. Ja, gibt Wir es bleiben in irgendwas? Kontakt. Du sagst Bescheid, ja? Ich. Ja, ich bin da Alles offen, gut. also alles Gut. passt. Danke dir. Ciao. Aber tschüss.